Auf geht's Hannover, kämpfen und siegen. Diese Stadionsprechchöre der Fans nahm 96 Chefcoach Mirko Slomka beim Wort und setzte zum Start in die Trainingswoche vor dem Niedersachsen-Duell beim VfL Wolfsburg eine Judo-Einheit an. Am Olympiastützpunkt Hannover nahe der AWD-Arena trainierte das Team zusammen mit den dort ansässigen Kaderathleten. Judo-Trainer Sven Loll, der selbst bei den Olympischen Spielen 1988 die Silbermedaille gewann, erklärt, wie der 96-Judo-Exkurs zustande kam. Mirko Slomka ist unterwegs gewesen hier im Sportpark und ist da in unserer Halle vorbeigekommen und hat unseren Trainingsbetrieb beobachtet und kam dann auf die Idee, sportartübergreifend eine Trainingseinheit zu organisieren. Und so ist das dann rucki zucki letzten Mittwoch festgezogen worden.